Ich war gerade einkaufen beim Aldi und dachte mir, ich teile mit euch diese kleine Story. Vielleicht inspiriert sie und motiviert sie den einen oder anderen aus meinem Alltag, wie ich mit negativen Gefühlen umgehe. Obwohl, das ist eigentlich ein Witz. Das ist echt ein Luxusproblem. Ich war eben gerade beim Aldi einkaufen und habe mir eine Aldi. Und mir ist eingefallen, während ich einkaufe, dass ich vorgestern beim Aldi eine Aldi Talk Guthabenkarte gekauft habe. Ich habe so ein Handy mit Aldi Talk und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Und ich hatte die vorgestern, ich habe es total vergessen, in den Müll geworfen. Ich hatte mehrere Kassenzettel, noch vom DM, noch vom Aldi, dann noch diese Guthabenbon zum Bon, Bon, zum Aufladen. Und das waren so viele Kassenzettel, dass ich die einfach zerknüllt habe und hatte noch so ein komisches Gefühl in mir, habe es aber nicht beachtet. Das Gefühl wollte mir sagen, guck mal rein. Und habe es in den Müll geworfen und habe dann auch gleich sofort, da ich noch die Schuhe anhatte, raus den Müll in den Müll geworfen, halt nach draußen. So, und dann ist es mir eben beim Aldi eingefallen, hast du nicht vor 2 Tagen eine Guthabenkarte gekauft und jetzt hast du die weggeworfen? Stand dann so da an der Kasse, weil es mir dann eingefallen ist und habe mich natürlich dann erstmal voll geärgert. Bin dann zum Auto gelaufen, habe mich noch geärgert und dann dachte ich mir, ich meine, es ist ein Luxusproblem, aber es ist mit allem im Leben. Wenn wir uns über irgendetwas ärgern, verharren wir oft in niedrigen Emotionen, die dann mehr davon bringen. Natürlich habe ich mich geärgert und habe es mir erstmal erlaubt zu schimpfen, so, oh, wie kann man nur so doof sein? Das aber dann wieder loszulassen und wieder in hohe Emotionen zu kommen. Warum sage ich das? Ich sage das jetzt bewusst. Immer wenn wir eine Emotion halten, wie jetzt zum Beispiel dieses mich ärgern über mich selber und darüber, dass ich das vergessen habe und ne, vielleicht auch wütend sein. Wenn ich das jetzt länger als 17 Sekunden halte, ich habe es auch länger als 17 Sekunden gehalten, kommen immer mehr Gedanken dazu, die dazu passen. Das heißt, beobachte dich. Normalerweise eine Emotion, sagt man, bleibt 90 Sekunden, wenn man sie wirklich zulässt, und dann geht sie. Wenn wir aber weiterhin drin festhalten, weil wir nörgeln und uns ärgern und was auch immer, so schimpfen wir oft auch mit unseren Kindern, wenn die irgendwas falsch gemacht haben, dann halten wir das fest und unser Kopf, unser Gehirn gibt uns mehr Gedanken, die in diese Richtung passen. Letztes Mal hast du es ja auch vergessen und da hast du auch jenes gemacht und deine Eltern hatten. Also da kommen so viele Gedanken, die haben eigentlich mit der Sache selbst nichts zu tun, sind aber sehr negativ. Und es kann sein, dass ich weiterfahre und dann plötzlich geht hier meine Scheibenwischer nicht und dann, keine Ahnung, es passieren dann immer mehr Sachen. Und deswegen sagt man, wenn es kommt, kommt alles immer zusammen. Das sind die eigenen Gedanken, die negativ schwingen, in denen ich mich reinsteigere und immer mehr von dem Kram anziehe. Und in dem Moment bewusst sich zu entscheiden, ich hoffe, ihr könnt mich hören, in dem Moment bewusst mich zu entscheiden, mich gut zu fühlen. Nichts ist wichtiger, als mich gut zu fühlen. Mein Mantra. Nichts ist wichtiger, als mich gut zu fühlen. Auch wenn es 100 € gewesen wären. Bringt mir das Nörgeln und Ärgern und dieses Wütendsein die 100 € zurück, wenn ich sie verliere? Nein. Klar tut es weh. Aber erfolgreich in unserem Leben, es geht jetzt nicht um Geld, aber erfolgreich in unserem Leben, in unserer Lebensqualität sind wir, wenn wir die Qualität unserer Emotionen im Griff haben. Dann erst werden wir unser Leben wertvoll gestalten können, indem wir uns wohlfühlen. Also die Qualität unserer Emotionen und die Qualität unserer Gedanken beeinflussen die Qualität unseres Lebens. Also ich finde das so wichtig, wenn wir das in der Schule lernen können. Qualität unserer Emotionen und unserer Gefühle beeinflussen die Qualität unseres Lebens. Stellt euch vor, ich hätte mich jetzt weiter geärgert, wäre heimgefahren. Ich hätte irgendwas gefunden, was mich nervt an meinen Kindern oder an meinem Mann oder an meinem Haushalt. Und das wäre den ganzen Tag so gegangen und ich hätte das weitergegeben an die Kinder, an den Partner, an alle weiter. Nichts ist wichtiger, als mich gut zu fühlen. Und damit verabschiede ich mich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Hoffe, ich konnte dich inspirieren und bis zum nächsten Video.